Das Arbeitsschutzgesetz in seiner Fassung von 2013. Wichtig für jede Unternehmerin und jeden Unternehmer, ganz besonders die Paragraphen 5 und 6, um die es in unserem heutigen Videobeitrag im Detail gehen soll. Bleiben Sie dran! Hallo, mein Name ist Patrick Illing vom Gesundheitsmanagement Ruhr und ich möchte Sie heute sehr herzlich hier aus unserem Schulungs- und Ausbildungszentrum in Velbert Langenberg begrüßen. Das Arbeitsschutzgesetz, ein Gesetz, was es schon seit vielen Jahren gibt, ist im Jahre 2013 an der einen oder anderen kleinen Stelle erweitert worden. Insbesondere von Bedeutung ist dabei die Erweiterung des Paragraphen 5 der sogenannten Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Nun, was besagt der Paragraph 5? Ich möchte es kurz zitieren. Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit verbundenen Gefährdung zu ermitteln, welche Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich sind. Das bedeutet, ganz klar, ich muss mir die Arbeitsplätze meiner Mitarbeiter angucken, die Arbeitsbedingungen meiner Mitarbeiter angucken und schauen, wo werden sie da gefährdet. Klassisch ist das die Aufgabe des Beauftragten für Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit oder, sofern vorhanden, die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die Krux bei der Sache ist die, dass seit 2013 im Abschnitt 3, Satz 6, auch die psychischen Belastungen der Arbeit zu erfassen sind. Ich habe das Ganze mal als kleine Grafik zusammengefasst, dass Sie hier rot sehen. Das sind die beiden Dimensionen, die durch den klassischen Arbeitsschutz in der Regel abgedeckt werden. Wie Sie sehen, wir haben noch drei grüne Bereiche. Das sind Punkte, die mit der typischen Arbeit des Arbeitsschutzbeauftragten nicht abgedeckt werden. Psychische Belastungen bei der Arbeit, ein sehr wichtiges Thema, werden im Rahmen einer sogenannten psychischen Gefährdungsbeurteilung erfasst. Wie das geht, dafür haben wir ein besonderes Video für Sie zusammengestellt, was Sie auch auf unserem YouTube-Channel natürlich sehen können. Damals nochmal unterteilt in Kleinbetriebe und größere Betriebe. Ganz besonders wichtig heute hier für Sie die Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Was beinhaltet das alles? Nun, es geht nicht nur darum, die Arbeitsbedingungen an sich zu beurteilen, zu schauen, wo habe ich hier Gefährdungen, wo habe ich Gefährdungen durch Maschinen, durch gefährliche Stoffe, durch irgendwelche Umwelteinflüsse und so weiter und so fort. Das ist eher so das Klassische, was man auch eher so auf dem Schirm hat. Bei den psychischen Belastungsfaktoren geht es erstmal darum, welche Faktoren meiner Arbeit können potenziell sich auf das Wohlbefinden, sage ich jetzt mal, auf das psychische Wohlbefinden meiner Mitarbeiter möglicherweise negativ auswirken. Belastungen sind erstmal Faktoren, die neutral gegeben sind. Eine Belastung kann sein Kälte, Klima, eine Arbeitsorganisation, eine gewisse Eintönigkeit in der Arbeit. Das ist klar, wenn Ihre Mitarbeiter am Fließband stehen, da sind die Arbeitsabläufe getaktet, da habe ich nicht viel Freiheitsgrade. Auf der anderen Seite kann es natürlich auch sein, wenn meine Mitarbeiter sehr große Freiheitsgrade haben, dass die vielleicht damit an der einen oder anderen Stelle eventuell überfordert sind. Kundenkontakte, Telefonate, viele E-Mails, die so gewisse Arbeitsabläufe eventuell sogar stören. Alles das sind Punkte, die sich mehr oder weniger natürlich auf die psychische Belastung ihrer Mitarbeiter auswirken können. Die psychischen Belastungen sind allerdings nicht nur einfach zu erfassen, sondern das Arbeitsschutzgesetz verlangt auch in § 6 eine Dokumentation. Was habe ich gemacht? Auch hier zitiere ich kurz. Der Arbeitgeber muss über die je nach Art der Tätigkeit und der Zahl der Beschäftigten erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die von ihm festgelegten Maßnahmen, Punkt 2, des Arbeitsschutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung ersichtlich sind. Bei gleichartigen Gefährdungssituationen ist es ausreichend, wenn die Unterlagen zusammengefasste Angaben enthalten. Nun, Sie sind also gesetzlich dazu aufgefordert, zunächst die Faktoren, die
in jedweder Form auf ihre Mitarbeiter einwirken können, auch psychisch, zu erfassen, das Ergebnis dieser Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren, daraus einen Maßnahmenplan zu entwickeln. Wie das genau geht, werden wir dann im entsprechenden Video noch klären. Und das Ergebnis der Überprüfung dieser Maßnahmen, das muss auch dokumentiert werden. Das bedeutet, es geht nicht nur einfach darum, festzustellen, wie ist es heute, was planen wir für Maßnahmen, sondern es ist auch Ihre Pflicht zu dokumentieren, das heißt schriftlich in irgendeiner Form festzuhalten, haben diese Maßnahmen was gebracht, haben diese Maßnahmen dazu geführt, dass die Gesundheitssituation meiner Mitarbeiter sich verbessert hat, dass weniger Belastungen auftreten. Oder haben diese Maßnahmen vielleicht nur ungenügenden Einfluss darauf genommen? Alles das ist zu dokumentieren. Natürlich, Unfälle und so weiter, die im Betrieb vorkommen, die werden ganz klar dokumentiert. Das ist so der Satz 2 der Dokumentation. Ansonsten gilt, den kompletten Prozess, egal ob es jetzt die Arbeitsplatzbegehung ist, durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit zum Beispiel, auch die muss dokumentiert werden. Die psychische Gefährdungsbeurteilung kann auch in Kombination natürlich mit dieser Arbeitsplatzbegehung stattfinden. Das ist überhaupt kein Problem. Es wird nicht von Ihnen verlangt, die psychische Gefährdungsbeurteilung als eigenständigen Punkt zu machen, sondern der Gesetzgeber sieht im Rahmen des Arbeitsschutzgesetzes komplett den ganzen Prozess, die Erfassung, Maßnahmenplanung, Maßnahmendurchführung, Evaluation und das Ganze muss dokumentiert werden. Warum ist die Dokumentation so wichtig? Ganz klar, es kann in Zukunft immer öfters passieren, dass zum Beispiel das Gewerbeaufsichtsamt auch mal Ihren Betrieb besucht und dann der Mitarbeiter des Gewerbeaufsichtsamtes Sie befragt, hören Sie mal, Herr oder Frau Unternehmer, wie sieht das denn aus? Ich hätte gerne mal die Unterlagen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung, die aktuellen und vollständigen Unterlagen zur psychischen Gefährdungsbeurteilung gesehen. Können Sie diese Unterlagen nicht vorlegen oder nicht aktuell genug? Oder sind diese unvollständig? Reicht so der Rahmen von einer einfachen Belehrung mit Fristsetzung? So, Sie haben jetzt, keine Ahnung, 3 Wochen, 4 Wochen, 5 Wochen Zeit, die Unterlagen beizubringen. Haben Sie zum Beispiel davon noch gar nichts gehört, dass Sie so fragen, ja gut, psychische Gefährdungsbeurteilung, weiß ich nicht, was ist das? Das Gesetz ist schon seit 3 Jahren entsprechend angepasst, dann kann es auch schon passieren, dass Sie ein Bußgeld erhalten. Der Bußgeldrahmen, den das Arbeitsschutzgesetz dafür vorsieht, geht bis sage und schreibe 50.000 Euro. Natürlich beim kleinen Unternehmen wird man da noch nicht direkt mit 5-stelligen Beträgen auf Sie zukommen, aber es kann natürlich schon sehr böse enden. Ist der schlechteste Fall eingetreten, dass einer Ihrer Mitarbeiter vielleicht einen Arbeitsunfall hatte? Nehmen wir an, der Vertriebsaußendienstler ist am Wochenende mit seinem Auto verunglückt und so dieser ganze Unfallhergang lässt darauf schließen, dass er übermäßig gestresst war. Da kann es sogar sein, wenn Sie keine Maßnahmen zur Stressabbau, zur psychischen Sicherheit Ihres Mitarbeiters nachweisen können, dass dann sogar neben Regressforderungen natürlich der Unfallversicherer auch Sie sich im Rahmen der Straftat befinden. Wenn ich also vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen das Arbeitsschutzgesetz verstoße und eine Nichtdurchführung einer psychischen Gefährdungsbeurteilung zum Beispiel ist so ein Verstoß, dann kann es durchaus auch sein, dass im schlechtesten Fall Sie eine Geldstrafe, die kann dann sehr hoch ausfallen, oder bis hin zu einer Gefängnisstrafe bedroht werden. Also, informieren Sie sich, damit Sie entsprechend auch wissen, über was wir heute hier gesprochen haben, habe ich Ihnen den Wortlaut der Paragraphen 5 und 6 bzw. die Links unten unter unserem Videobeitrag nochmal als Hyperlink reingestellt. Da können Sie nochmal genau nachlesen, was der Paragraph 5 und was der Paragraph 6 für Sie bedeuten, was er aussagt. Natürlich stehen wir auch sehr gerne für Sie als Ansprechpartner zur Verfügung, selbstverständlich im Rahmen einer kostenlosen Erstberatung. Sprechen Sie uns einfach an, rufen Sie uns an, schicken Sie uns eine Mail. Wir freuen uns auf Sie und sind gerne für Sie da. Denn das Gesundheitsmanagement Ruhr bedeutet,
gemeinsam in eine gesunde Zukunft. Vielen Dank.